Toyota bringt die frisch überarbeitete Version des Yaris auf den Markt. Um der Konkurrenz im B-Segment standhalten zu können, wurden rund 900 Teile am Fahrzeug erneuert. Weit mehr als ein optisches Facelift. Der neue überzeugt mit mehr Sicherheit für die Insassen. Wir testen zunächst den Einstiegsmotor, einen 1-Liter Dreizylinder, der auch im Aygo zu finden ist. Natürlich darf man vom Einstiegsmotor im Yaris keine Wunder erwarten. Aber rein objektiv betrachtet reicht die Leistung auf jeden Fall aus. Man hat eine kleine Anfahrschwäche, aber sobald man erstmal rollt, ist man gut unterwegs, sehr moderat. Was mir persönlich gefällt am Antrieb ist die Schaltung. Die ist schön knackig. Die lässt zumindest so etwas Ähnliches wie Fahrfreude aufkommen. Außen wurde der neue natürlich auch aufgefrischt. Für mehr Individualität sorgen optionale Farbakzente, wie hier in Blau. Veränderte Heckleuchten umrahmen eine neue Heckklappe und erstrahlen in der höchsten von vier Ausstattungslinien mit Hilfe von LED-Technik. Die Linien des großen trapezförmigen Kühlergrills ziehen sich hoch bis zu den Scheinwerfern. Sowohl ein Spurhalte- als auch ein Fernlichtassistent sind erhältlich, ebenso das Pre-Collision-System, das den Fahrer bei drohenden Auffahrunfällen erst akustisch warnt und dann eine Bremsung einleitet. Auch eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik gibt es auf Wunsch. Die Instrumente sind sportlich gestaltet, aber dennoch gut ablesbar. Toyota bietet für den Yaris keine Turbomotoren an. Die Fahrleistungen des 1-Liter-Motors sind passabel. Der Verbrauch von 4,3 Litern auf 100 Kilometer gut und durchaus realistisch. Zwar wird der Yaris in anderen Ländern auch noch als Diesel verkauft, aber in Deutschland wurde diese Option vom Markt genommen. Dafür haben wir in Deutschland einen sehr, sehr hohen Hybridanteil bei den Verkäufen. Und den Hybrid, den schaue ich mir als nächstes an. Kaum sitze ich in der Hybridversion des Yaris, fühle ich mich auch schon ein bisschen komfortabler aufgehoben. Das liegt zum einen daran, dass hier das Schalten komplett entfällt und auch der Ruck bei Schaltvorgängen, wie man das bei anderen Automatikgetrieben hat. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass wenn wir hier ganz normal mit Stadtgeschwindigkeit langfahren, der Geräuschpegel um einiges leiser ist als beim rauen Dreizylinder. Toyota möchte in diesem Jahr rund 18.000 neue Yaris verkaufen. Dabei überzeugt der Hybrid besonders im Stadtverkehr mit einem Verbrauch von 3,3 Litern auf 100 Kilometer. In der Ausstattungsvariante Style Selection ist eine Zweifarbenlackierung inklusive, ebenso Scheibenbremsen hinten und ein Radio mit DAB Plus Empfang. Auch der Fahrstil ändert sich in meinen Augen relativ schnell, sobald man in den Hybrid umsteigt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man natürlich bemüht ist, immer möglichst viel zu rekuperieren bzw. nie in den Bereich kommen will, in dem der Verbrennungsmotor dem Elektromotor aushelfen muss. Das ist eigentlich auch sehr entspannt, das gefällt mir wirklich sehr gut, vor allen Dingen, wenn ich auf eine rote Ampel zu rolle und einfach nur rollen lassen kann und dabei quasi zusehen kann, wie die Batterie lädt. Allerdings muss man unter Umständen auch ein dickes Fell entwickeln, da die anderen Verkehrsteilnehmer nicht ganz so viel Geduld an den Tag legen. Über die Multifunktionsanzeige zwischen den Instrumenten kann der Fahrer jederzeit erkennen, ob er gerade den Elektromotor nutzt, den Benziner oder beide Aggregate gleichzeitig. Im EV-Mode kann der Yaris bei gezügeltem Gasfuß in der Stadt voll elektrisch unterwegs sein. Das Automatikgetriebe bietet zusätzlich einen Modus, der die Energierückgewinnung noch effektiver arbeiten lässt. Wer einen vollwertigen Hybrid im B-Segment haben will, der kommt an Toyota nicht vorbei. Kein anderer Hersteller traut sich momentan diesen Schritt. Deswegen bleibt vorerst der Yaris-Hybrid meine Empfehlung der Yaris-Familie. Allerdings nur so lange, bis das Sportmodell auf den Markt kommt. Weil ich glaube, das könnte mir sehr, sehr gut gefallen. Der neue Yaris ist ab Preisen von 12.540 Euro erhältlich. Ein Hybrid kostet mindestens 17.990 Euro in Deutschland. Dass ein VW-Bus sich prima eignet, um schwere und sperrige Gegenstände zu fahren,
das ist eigentlich klar. Dass sich ein VW-Bus aber auch prima eignen kann, um durch richtig schweres und sperriges Gelände zu fahren, das ist vielleicht nicht ganz so klar. Aber auch dafür haben die Hannoveraner von Volkswagen Nutzfahrzeuge ein Modell im Programm, nämlich den VW T6 Rockton. Der Rockton ist auf den harten Geländeeinsatz getrimmt und kommt mit einem werkseitigen Allradantrieb und einer Höherlegung um 3 cm daher. Die Geländegängigkeit kann mit einem optionalen Motorunterfahrschutz zusätzlich verbessert werden. Der Radstand ist mit 3 Metern besonders kurz. Man meint nicht, dass solches Gelände hier mit einem VW-Transporter überhaupt zu bewältigen ist. Aber der Rockton zeigt eindrucksvoll, dass man da falsch liegt. Denn der geht hier durch diese Matsch- und Schlammwege, als wäre das eine völlig normale asphaltierte Straße. Das ist schon wirklich, das ist gut. Beim Rockton wurde sehr viel Wert auf den Nutzfaktor gelegt. Er rollt auf 4 Stahlrädern, die jedem Einsatzgebiet gewachsen scheinen. Den Nutzfaktor bekommt man auch im Innenraum zu spüren. Die Sitze sind mit einem Robuststoff bezogen und lassen sich optional auf einem Schienenboden verschieben. Man merkt an vielen Punkten, dass das Auto wirklich für den harten Geländeeinsatz konzipiert ist. Zum einen an den Sitzbezügen. Ja, das ist ja auch was. Man geht in den Wald, man hat schmutzige Klamotten an, kommt wieder rein. Und diese Sitzbezüge, die man hier hat, die sind eben sehr pflegeleicht, einfach abwischen und gut ist. Unter der Haube arbeitet ein 2 Liter TDI mit 110 kW. Er soll durchschnittlich 6,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen. Der Rockton ist nur mit Allradantrieb und 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich und kostet rund 45.000 Euro in Deutschland. Der Wagen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,2 Tonnen. Beim Rockton wird ja der Allradantrieb über eine Lamellenkupplung realisiert. Das heißt, die Kraft wird sowieso immer 50-50 an Vorder- und Hinterachse übertragen. Und vorne hilft dann auch noch eine elektronische Differentialsperre, die durch Bremseneingriff entsprechend dafür sorgt, dass das Fahrzeug aus schwierigen Fahrsituationen wieder herauskommt. Der VW T6 Transporter Rockton ist der geländegängigste VW-Bus, den es derzeit gibt. Und er weiß auf seinem Gebiet zu überzeugen. Fliegender Wechsel zum VW T6 Multivan Panamericana. Wem der T6 Transporter Rockton zu wenig Komfort geboten hat, dürfte mit dem Panamericana auf seine Kosten kommen. Der unterscheidet sich vom Rockton zum einen natürlich durch eine deutlich höhere Ausstattung und vom normalen Multivan durch einen serienmäßigen 4Motion Allradantrieb sowie ein paar Details außen wie auch innen. Außerdem verfügt das Fahrzeug über eine abwählbare Höherlegung um 2 cm. Der Wagen rollt serienmäßig auf 17 Zoll Leichtmetallrädern. Der Unterfahrschutz vorn und hinten dient nur dem Design. Der Fahrgastraum kann optional mit einem Aluminium-Riffelblech ausgestattet werden. Hier fällt besonders der Kontrast zu den edlen Sitzen auf. Der Look des Bullis weiß zu überzeugen. Am treffendsten formuliert es VW selbst. Dem Ruf der Wildnis folgen sie am stilvollsten im Multivan Panamericana. Unser Testwagen verfügt über einen 2 Liter TDI mit 150 kW. Er treibt den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 199 km/h. Der Verbrauch liegt bei 6,7 Litern auf 100 Kilometer. Zu haben ist der stilvolle Bus ab rund 60.000 Euro in Deutschland. Alles in allem kann man sagen, dass der Multivan Panamericana natürlich das deutlich komfortablere Auto als der T6 Transporter Rockton ist. Die ganze Ausstattung, es ist alles auf einem ganz anderen Niveau, aber man kommt eben nicht so in schweres Gelände. Zwei Busse, zwei Charaktere, der Rockton als zuverlässiger Offroad-Experte und der Panamericana als stilsicherer Gefährte im leichten Gelände. BMW startet in den Sommer. Ab sofort ist der neue 4er BMW als Cabrio mit Stahlklappdach erhältlich.
Wie der geschlossene Bruder zeigt auch das Cabrio die neue Leuchtgrafik der LED-Scheinwerfer, die vom 3er Facelift übernommen wurde. Hinzu kommen Details wie größere Blinker und neu positionierte Reflektoren. Das 420i Cabrio mit dem Einstiegsmotor leistet 135 kW und kostet in Deutschland 46.800 Euro. In Norwegen ist der Opel Ampera e schon seit letztem Dezember erhältlich. Im Herbst wird der Verkauf der rein elektrisch betriebenen neuen Generation auch in den Niederlanden, in Deutschland und in der Schweiz starten. Mit einer einzigen Aufladung der 60 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie sollen bis zu 520 Kilometer Fahrstrecke möglich sein. Dank der Elektroprämie liegt der Basispreis für den Ampera e in Deutschland bei knapp 35.000 Euro. Der Fiat 500 ist ein Kleinwagen mit Historie. Er ist aus seinem Segment gar nicht mehr wegzudenken. Doch nun zeigt er sich von einer ganz anderen Seite, als kleinste Yacht der Welt. Der alte Fiat 500 war in den 50er, 60er Jahren ein richtiges Kultauto. Durch seine bodenständige und vor allem sympathische Ausstrahlung war er in häuslicheren Verhältnissen aufzufinden. Riva dagegen war ein Hersteller von Luxusjachten aus Maragoni-Holz. Sie standen für das Lebensgefühl der deutschen Vita und waren ein Statussymbol für die Reichen. Beide Marken verkörpern italienisches Design, das im Fiat 500 Riva zusammenfließt. Von außen scheint sich der Fiat 500 Riva auf den ersten Blick kaum von seinen Brüdern zu unterscheiden. Doch seine Charakteristika, elegante Details aus der luxuriösen Welt der Riva-Boote. Beispiele dafür sind ein umlaufender, doppelter Streifen in Aquamarin auf Höhe der Gürtellinie, die Riva-Schriftzüge und kleine Holzelemente. Am deutlichsten zeigt sich der Unterschied des Sondermodells im Innenraum. Die Armaturentafel wie auch der Schaltknauf sind Riva-typisch mit Mahagoniholz verkleidet. Die Sitze zeigen sich dagegen im beigen Kleid und übertragen in der Farbkombination das erhabene Gefühl, sich auf einer Yacht zu befinden. Aber was wäre eine Spritztour am Wasser, wenn man den Wind nicht spüren kann? Über die Sonderausstattung hinaus überzeugt der neue Fiat 500 Riva auch mit innovativen Sicherheitseinrichtungen. Serienmäßig an Bord sind unter anderem 7 Airbags, ABS mit integrierter elektronischer Bremskraftverteilung, eine Berganfahrhilfe und ein hydraulischer Bremsassistent. Das deutsche Wetter kann mit der italienischen Sonne einfach nicht mithalten. Und langsam wird es hier kalt drin, deswegen mache ich lieber das Dach zu. Wir fahren den 1,3 Liter Multijet Vierzylinder mit Turboaufladung. Der Turbolader greift allerdings erst ab einer Drehzahl von 2000 Umdrehungen. Das lässt den Fiat 500 beim Anfahren eher etwas träge wirken. Doch nach hinten raus zeigt er dann seine Stärke. In 10,7 Sekunden gelangt der Stadtflitzer von 0 auf 100. Bei 180 km/h ist dann allerdings Schluss. Die Verbrauchswerte des Diesels betragen laut Hersteller gerade einmal 3,4 Liter auf 100 Kilometer. Erhältlich ist der Fiat 500 Riva in der von uns getesteten Version ab 21.400 Euro in Deutschland. Als ich das erste Mal im Fiat 500 Riva Platz genommen habe, war ich beeindruckt. Denn die Materialien sehen toll aus. Allerdings fällt beim zweiten richtigen Hingucken dann doch auf, dass sehr viel Hartplastik verbaut ist. Da wird ganz deutlich der Unterschied zwischen dem luxuriösen Hersteller Riva und dem bodenständigen Unternehmen Fiat. Der kleine italienische Stadtflitzer in der Riva-Ausstattung ist die wohl kleinste Yacht der Welt, die ausnahmsweise nicht auf dem Wasser zu Hause ist. Das Highlight des Fiat 500 ist immer noch seine Form von außen. Allerdings finde ich die Idee sehr gut, den Luxushersteller Riva mit dem Kultauto Fiat 500 zu vereinen. Für meinen Geschmack hätte es auch ein paar mehr Designelemente von Riva haben können. Dadurch wäre allerdings der Preis in die Höhe geschnellt. Und insgesamt ist jedoch eine sehr gute Kombination gelungen zwischen der Luxuswelt von Riva und der bodenständigen Welt des Fiat 500. Ja.
Der schönste Porsche-SUV ist nicht der Cayenne, sondern der Macan, sagen manche. Andere spotten, dass das nur ein Audi Q5 aus Zuffenhausen sei. Geschmack ist eben subjektiv. Auf jeden Fall ist der Macan GTS ein ganz besonderer Porsche und das hört man schon beim Anlassen. Wie gewohnt gehört zur GTS-Identität auch der besondere Auftritt. Seine individuelle Optik unterscheidet diesen Macan auf Anhieb von seinen Modellbrüdern. Dabei hält sich Porsche beim GTS-Design an ein mittlerweile bewährtes Muster, viel Schwarz. Das Sport-Design-Paket ist serienmäßig, allerdings in einer eigenen Variante mit mattschwarzen Elementen. Dazu gehören unter anderem Bug- und Heckschürze sowie ein schwarzer Dachspoiler, abgedunkelte Heckleuchten und schwarze Schriftzüge. Wie vieles bei Porsche hat auch das Kürzel GTS, kurz für Gran Turismo Sport, seine Wurzeln im Rennsport. Der aktuelle Macan GTS ist das 10. Mitglied in der Porsche GTS-Familie. Er rangiert zwischen seinen Brüdern, dem Macan S und dem Macan Turbo. Mit dem Macan GTS will Porsche die Verbindung von Sportwagen und SUV auf die Spitze treiben. Der 265 kW starke 3-Liter Benziner beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Unser Testwagen kostet knapp 94.000 Euro in Deutschland und damit fast 20.000 mehr als die Basisversion des Modells. Der Porsche Macan verkauft sich besser als der Boxster, der Cayman und der 911er zusammen. Er ist nicht so sportlich wie der Turbo, dafür aber günstiger und klingt praktisch genauso gut. Innen ist der GTS an den zahlreichen Schriftzügen zu erkennen. Von innen betrachtet zeigt der Macan GTS einen ebenfalls eigenen Charakter. Neben dem Fahrer nimmt auch der Beifahrer auf einem speziellen Sportsitz Platz. Die Sitze zeichnen sich durch Alcantara-Mittelbahnen und GTS-Schriftzug in den Kopfstützen aus. Neben dem Triebwerk haben die Porsche-Ingenieure auch das Fahrwerk des Macan GTS überarbeitet. Der Wagen liegt 15 mm tiefer als der Macan S und verfügt über eine sportlichere Abstimmung. Zur gesteigerten Fahrdynamik trägt auch der Porsche-typische Allradantrieb, Porsche Traction Management, kurz PTM, bei. Er regelt die Verteilung der Antriebskraft zwischen der permanent angetriebenen Hinterachse und der Vorderachse. Über Eingriffe der elektronisch gesteuerten Lamellenkupplung sorgt das System in jeder Fahrsituation für die passende Kraftverteilung und den bestmöglichen Vortrieb. Er klingt wie ein echter Achtzylinder und prescht nach vorne wie ein Sportwagen. Der Porsche Macan GTS ist ein Sport-SUV, agil, knackig und präzise. Seine 265 kW machen den 2-Tonner gefühlt eine ganze Tonne leichter. Das macht Riesenspaß und führt dazu, dass man auf dem Weg vom Büro nach Hause gerne mal den Umweg über die Landstraße nimmt. In Deutschland gibt es den VW Käfer, in Frankreich spielt der Citroën 2CV die Rolle des Volkswagens. Das im Volksmund Ente genannte Minimalautomobil soll in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die Massen mobilisieren. Der einzige Citroën-Chef, Pierre Boulanger, hat ganz konkrete Vorstellungen, wie sein Volksauto auszusehen hat. Platz für zwei Bauern und einen Sack Kartoffeln, mindestens 60 km/h schnell, dabei aber so komfortabel gefedert, dass selbst ein Korb mit Eiern die Fahrten über holprige Feldwege schadlos übersteht. Möglichst einfach zu bedienen und das Aussehen, egal. Der wenig attraktive, ab 1939 gebaute Prototyp TPV richtet sich streng nach den Vorgaben des Citroën-Chefs. Selbst Testfahrten mit dem im Lastenheft erwähnten Korb voll Eiern bleiben ihm nicht erspart. Ganz bewusst wird Designer Flaminio Bertoni eingebremst. Entstehen soll ein Regenschirm auf vier Rädern. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs darf Citroën-Chef-Designer Flaminio Bertoni dann aber doch noch ein paar
Verschönerungen an der Karosserie vornehmen mit überschaubarem Erfolg. Denn 1948 feiert der 2CV seine Premiere und die Resonanzen sind eher bescheiden. Die Presse schreibt, eine Konservendose für 4 Sardinen oder schlimmer noch, ein primitives, hässliches Entlein. Oh la la! Aber immerhin verdankt er diesen Spitzenkommentaren seinen Spitznamen. Ente gut, alles gut. Schnell schließen die Franzosen die Ente in ihr Herz. Wen wundert's? Schließlich basieren ihre Eckdaten auf einer der ersten großen Marktforschungsumfragen aus dem Jahr 1922. Damals befragte Michelin zehntausende Teilnehmer nach ihrer Vorstellung vom idealen Volksauto. Also einfacher als die Ente kann man ein Auto eigentlich nicht bauen. Ich meine, diese Sitze hier sind irgendwelche Campingstühle. Wer Luft braucht, der kurbelt das Fenster nicht runter, sondern klappt es raus und hakt es hier ein. Nicht ganz einfach während der Fahrt in Armaturenbrett, davon kann man hier eigentlich sprechen. So ein paar zusammengeschusterte Bleche und das zentrale Instrument ist interessanterweise die Batterieanzeige. Der Tacho klemmt hier oben irgendwo in der Ecke, was das wohl heißen soll. Ja, kurios übrigens auch, die Tachowelle, die treibt gleichzeitig den Scheibenwischer an. Wenn es also richtig regnet, sollte man richtig Gas geben. Großartig. Die Basis für die Ente bildet übrigens einen Kastenrahmen, auf dem sitzen die ganzen Karosserieteile, also keine selbsttragende Karosserie, ähnlich dem VW Käfer. Ja, und wie man diesen ausladenden Kotflügeln und den aufgesetzten Scheinwerfern entnehmen kann, dieses doch sehr altertümliche Design, das stammt noch aus Vorkriegstagen. Aber immerhin ein großes, nach hinten gezogenes Stoffdach und somit fällt die Ente unter die Kategorie Cabrio-Limousine. Klingt schwer nach Lifestyle, war damals aber nichts anderes als eine Sparmaßnahme, denn nach dem Krieg, da war Stahlblech echte Mangelware. Eine Schönheit war die Ente nie. Selbst die Citroën-Werbung bezeichnete sie als Sonderling in der Form, aber Sonderklasse in der Leistung. Für das einzigartige Entenfahrgefühl sorgt das legendäre Fahrwerk mit liegenden Schraubenfedern. Der spartanische Kofferraum schluckt etliche Säcke Kartoffeln. Das aus der Not geborene Rolldach sorgt für Frischluft. Den Innenraum beherrschen simpelste Sitze und ein irgendwie unfertig wirkendes Cockpit. Das ist Minimalismus pur. Und hier unter der Motorhaube, da befindet sich der Zweizylinder-Boxermotor mit 425 Kubikzentimetern Hubraum und sage und schreibe 12 PS. Weniger geht nicht. Doch am Anfang hatte die Ente sogar nur 9 PS. Trotzdem ein sehr fortschrittliches Triebwerk, denn um Gewicht zu sparen, baute man die Zylinderköpfe und den Zylinderblock komplett aus Aluminium. Das ist übrigens das einzige Auto, das ich kenne, das man noch bis 1990 mit einer Kurbel anwerfen konnte. Man hatte sogar überlegt, die Ente ganz ohne Zündschloss und Anlasser auszuliefern. Die Citroën-Strategen meinten, dieses Auto ist für Bauern, die sind alle verheiratet und haben Frauen, die können ankurbeln. Ob es sowas wie einen Gleichstellungsbeauftragten damals schon gab? Ich glaube nicht. Selbst die leistungsstärksten Enten knacken nur mühsam die 100 km/h-Grenze. Bis dahin vergehen ca. 30 bis 40 Sekunden. Langweilig wird es trotzdem nicht. Die Geländegängigkeit und die abenteuerliche Kurvenlage des 2CV sind ja legendär. Wenn man da beherzt einschlägt, dann neigt sich der Wagen dermaßen stark zur Seite, dass man wirklich Angst hat, er könnte umkippen. Tut er aber nicht. Denn der Boxermotor sorgt für einen enorm tiefen Schwerpunkt. Und so ist es eigentlich unmöglich, die Ente umzuwerfen. Schon 1967 erwägt man, die Entenproduktion einzustellen. Von wegen. Sie lebt weiter, insgesamt über 40 Jahre lang. Bis 1992 bleibt die Ente in Produktion und verdreifacht in dieser Zeit ihre Motorleistung auf 28 PS. Ein einzigartiger Rekord. Weniger Auto geht kaum. Die Ententechnik ist extrem simpel. Die Unterhaltskosten gehen gegen Null. Und so mutiert dieses Anti-Statussymbol tatsächlich zum begehrten Statussymbol für Studenten, für Atomkraftgegner, linke Konsumkritiker und Ökos. Über 5 Millionen Exemplare werden gebaut in über 4 Jahrzehnten. Und kaum ein Auto
repräsentiert der 2CV das französische Lebensgefühl, das Savoir-vivre. Insofern definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Das Minimalauto 2CV glänzt mit robuster Technik. So erreichen die winzigen Motoren trotz maximal 0,6 Litern Hubraum Laufleistungen von bis zu 300.000 Kilometern. Die Ente läuft und läuft und läuft. Genau wie ihr deutsches Pendant, der VW Käfer.